Hallo, hier ist Philipp Haas von Investorshares Aktienbildung und in diesem Video möchte ich euch meine 10 Favoriten für den TecDAX präsentieren. Ja, der TecDAX wurde zuletzt auch stark verändert, war früher mal ein sehr aggressiver Index mit auch kleinen, sehr stark wachsenden Unternehmen. Allerdings konnte man nicht im TecDAX und im DAX sein. Das ist inzwischen anders. Jetzt sind auch Schwergewichte, die man eigentlich nicht im Technologieindex vermuten würde, wie die Deutsche Telekom oder Telefonica im TecDAX. Und dadurch ist er deutlich weniger volatil, aber auch weniger spannend geworden. Macht es auch für Fondsmanager einfach, den Index jetzt zu schlagen, indem man wieder in diese aggressiven Player reingeht. Aber man muss halt auch wissen, er ist dem DAX inzwischen relativ ähnlich, da die Werte aus dem DAX, die auch im TecDAX sind, für 50-60% der Marktkapitalisierung oder der Indexgewichtung des TecDAX stehen. Und ich finde, einige Aktien gehören eigentlich nicht im Technologieindex rein, wie Deutsche Telekom, Telefonica, aber auch noch ein, zwei andere, weil es eigentlich defensive Telco-Werte sind. Und deswegen kann man den TecDAX eigentlich auch nicht mit dem Nasdaq vergleichen. Aber auch an den Werten wird deutlich, dass Deutschland einfach gute Internetwachstumsfirmen fehlen, die hierin kaum enthalten sind. Aber fangen wir mal mit meinem Favoriten an. Der erste Wert wäre SAP, ist ein DAX-Schwergewicht, aber ist die einzige führende Digitalfirma von Weltrang, die wir in Deutschland haben. Ist Weltmarktführer bei Unternehmenssoftware und transformieren sich auch immer mehr in Cloud. Sind ein bisschen auf Produktseite sicherlich eher schwerfällig, aber so mit der HANA Datenbank haben sie auch ein gutes Produkt. Und im Vergleich zu anderen Firmen ist es sicherlich noch ganz gut. Vor allem die Verwertung ist vertretbar. Und die Kunden sind einfach sehr zuverlässig. Wenn man einmal SAP hat, dann wechselt man das nur sehr, sehr schwer. Ja, auch mit SAP im weitesten Sinn zusammenarbeiten würde Cancun. Das ist ein führendes IT-Beratungshaus in Deutschland, haben aber auch eigene Produkte und haben sich stark so als Cloud-Partner positioniert. Firma war einer der besten Aktien in den letzten Jahren in Deutschland. Wir sehen hier die Aktienkurssteigerungen, wird sich sicherlich nicht so fortsetzen, aber ist zumindest mal ein Anzeichen, dass die Firma vieles richtig macht und man dadurch auch ganz gute Chancen hat, weiterhin den Markt zu schlagen oder in dem Fall den TecDAX. Aus einem anderen Bereich kommt Evotec. Ist einer der wenigen führenden Biotechnologieunternehmen, die wir haben. Und das Besondere ist, dass sie eigentlich zwei Bereiche haben. Das eine ist das Innovate, wo man an eigenen Wirkungsstoffen forscht. Und das wird finanziert, wo man eigentlich so Auftragsforschung macht. Hier ist man bereits profitabel und dadurch ist Evotec nicht auf Kapitalerhöhung so angewiesen, wie es andere Firmen sind, da man schon einen profitablen Bereich hat und, sage ich mal, das in Upside-Potenziale investieren kann. Ist natürlich auch immer ein volatiler Wert, wo auch amerikanische Hedgefonds mitspielen, aber ist vom CEO ganz gut geführt. Man weiß natürlich nicht, wie erfolgreich die Arzneimittel dann irgendwann mal werden oder ob sie die Zulassung bekommen. Aber insgesamt vom Portfolio, glaube ich, ist Evotec nicht so schlecht aufgestellt und hat sich auch ganz gut entwickelt. Auch in diesem Bereich spielt Kiagen. Das ist ein führender Laborausrüster. Das ist eigentlich eine sehr defensive Firma aus diesem Sektor, aber sie profitieren von dem ganzen Wachstum dort. Es gibt auch ein gewisses Übernahmepotenzial, da die Aktie zuletzt enttäuscht hat, wo ich dann auch mal eingestiegen bin. Hat sich seitdem aber auch wieder ganz gut entwickelt. Ist sicherlich jetzt auch kein Verdoppler, aber wie ich so oft sage, eine Aktie, wo man ganz ruhig schlafen kann. Die nächste Aktie wäre eine der wenigen Internetkonzerne, zumindest haben sie das im Namen, es wäre United Internet. Die wollen in ein eigenes Netz investieren, wobei das immer noch nicht ganz sicher. Und dadurch wurde die Aktie auch stark abgestraft. Plus das Wachstum der vergangenen Jahre kam vor allem auf diesem Mobilfunksegment, was aber ein bisschen schwieriger ist ohne eigenes Netz. Dadurch ist die Aktie aber sehr günstig geworden. Sie haben auch einige sehr interessante Töchter so im Domain-Hosting, wo sie einfach dieses attraktive Geschäftsmodell des Subscription-Modells durchsetzen. Die sechste Aktie ist ein bekannter in der deutschen Aktienszene, das wäre Wirecard. Ja, ich bin nicht vollends überzeugt von dieser Aktie, es ist ja immer so ein bisschen wo Rauch, es ist auch Feuer. Allerdings ist es kein Betrug und es ist doch insgesamt eine sehr große Wachstumserfolgsgeschichte. Allerdings gerade, wenn halt alle Leute in so einer Aktie schon drin sind, werde ich auch ein bisschen
vorsichtig und das ein oder andere wird sicherlich da auch vielleicht mal nicht perfekt gemacht worden sein. Trotzdem, es ist ein Schwergewicht im DeckDAX und als starker Wachstumswert, man hat einfach viel Rückenwind durch diesen Payment-Trend, fehlt es natürlich auch nicht auf dieser Liste und auf langfristige Sicht, glaube ich, auf 5 Jahre wird Wirecard auch höher stehen als heute. Solange es sich nicht herausstellt, es ist wirklich irgendwas ganz tief im Argen. Eine der wenigen deutschen Internetaktien, die den Namen auch verdienen, wäre Xing oder wie es jetzt heißt, New Work. Ich war lange Zeit kritisch bei diesem Netzwerk. Ich muss auch zugeben, ich nutze es nicht mehr selber, sondern bin auf LinkedIn. Trotzdem, sie haben einige ganz gute Zukäufe gemacht und die Deutschen nutzen es immer noch recht aktiv. Und das Netzwerk hat sich als relativ stabil erwiesen. Ich hätte gedacht, dass die Leute schneller rüberwechseln, machen noch viel, aber vielleicht ist es mehr auch so meine Peer Group. Trotzdem, die Aktie ist noch vertretbar bewertet und LinkedIn gehört jetzt zu Microsoft, kann man nicht direkt investieren und das Thema Business-Netzwerk ist einfach eigentlich ein sehr, sehr tolles Geschäftsmodell, da man viele Leute im Business-Kontext erreicht. Ich war auch damals in LinkedIn investiert, deswegen, auch wenn es hier jetzt nicht mein Favorit von der Liste ist, ist es immer noch, glaube ich, besser als der durchschnittliche TechDAX-Wert. Ein weiteres IT-Systemhaus wäre Bechtle. Die Aktie hat sich auch sehr gut entwickelt. Die Schwaben machen ganz breite Beratung für Firmen und profitieren einfach von diesem Digitalisierungstrend. Und dazu gibt es auch noch eine kleine Dividende. Es ist auch nicht eine Aktie, wo ich vor Freude in die Luft springe. Aber ich glaube auch, dass man hier nicht so viel falsch macht langfristig. Vor allem, wenn man einen Wachstumswert mit Dividende haben möchte aus Deutschland. Der 9. Wert hat eigentlich mit Technologie meiner Meinung nach wenig zu tun. Ich nehme es trotzdem in diese Liste auf, da es einfach eine sehr hohe Dividendenrendite hat und ich den Wert auch selber in meinem defensiven Depot mal gekauft habe. Das wäre Freenet. Ja, das ist die ehemalige Mobilcom. Die vertreiben Telekommunikationsdienstleistungen ohne Netz. Es ist inzwischen wenig Wachstum, aber Aktie ist auch günstig und schütten halt wirklich viel aus. Aber daran sehen wir halt auch, dass so eine Aktie eigentlich wenig im TechDAX zu tun hat. Trotzdem als Dividendenwert und Stabilisierungsanker in so einem Portfolio, glaube ich, kann sie auch nicht schaden. Ja? Und der letzte Wert wäre die Compo Group Medical. Die profitieren eigentlich von zwei Trends oder den zwei langfristig besten Sektoren, nämlich IT-Technologie und Gesundheit, Pharma, Healthcare. Da sie einfach IT-Lösungen für die Gesundheitsindustrie anbieten, sind auch bei dieser Lösung dabei, was die Ärzte jetzt alle implementieren müssen für den Datenaustausch, machen aber auch noch viele andere Sachen. Und es ist einfach, wenn sich mal irgendwie so ein Krankenhaus oder eine Gesundheitsfirma für so eine Software entschieden hat, wird es auch nicht so schnell geändert und die Eintrittsbarrieren sind da schon sehr hoch, deswegen kann man da auch ein bisschen was zahlen von der Bewertung. Trotzdem, ich muss zugeben, der TechDAX ist deutlich langweiliger geworden, als er früher war, als er noch die kleineren Werte hatte und auch mehr. Plus auch von diesen 10 Kandidaten. Ich habe die ein oder andere Aktie, aber es ist keine Aktie, wo ich sage, das ist ein Ten-Bagger oder ich bin jetzt super bullish auf diese Werte. Deswegen, da würde ich eher nochmal kleinere Werte aus Deutschland mir anschauen. Deswegen auch das Video zum Beispiel 10 Nebenwerte aus Deutschland. Oder global anlegen in Tenberger und Wachstumsunternehmen, habe ich zum Beispiel auch dieses Video zugemacht und findest du natürlich auf der Aktienliste Playlist noch viele mehr davon. Ja, aber trotzdem glaube ich, dass diese 10 Ideen ein bisschen besser sind als der Schnitt des Indexes, vor allem langfristig. Es kommt natürlich immer darauf an, ob gerade offensive oder defensive Aktien gefragt werden, aber der Index wurde, wie gesagt, ein bisschen entmannt.